Heute soll es mal um unsere Füße gehen. Unsere Füße, die leisten ganz schön viel. Man achtet gar nicht so drauf, wir benutzen sie täglich. Wir laufen rum, wir stehen rum. Wenn wir zu viel rumgelaufen sind oder gestanden haben, merken wir das am Abend ganz schön deutlich. Und wenn es an den falschen Schuhen waren, dann merken wir das anhand von Blasen auch ziemlich deutlich. Aber ansonsten denken wir eigentlich nie drüber nach, wie viel wir eigentlich laufen, was unsere Füße täglich leisten. Ich meine, die tragen unser ganzes Gewicht, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Aber die schleppen uns ganz schön durch die Gegend. Also wir verlangen von unseren Füßen ganz, ganz schön viel Leistung. Und damit man sich das auch mal vor Augen halten kann, was denn unsere Füße so leisten, da hat Hansaplast eine App rausgebracht, und zwar eine Schritt-App. Die zählt unsere Schritte. Die wird einfach auf dem Handy installiert, gibt es für iPhone, gibt es für Android. Und dann aktiviert man die einfach, legt sich ein Profil an, das habe ich auch mal gemacht. Und dann zählt die einfach, wie viele Schritte wir machen. Ich habe die jetzt den ganzen Monat Mai komplett am Laufen gehabt. Und ich war Anfang des Monats auf der Republika. Das ist eine ganz große Konferenz über 3 Tage in Berlin. Und da habe ich festgestellt, Conny, du hast ein gutes Gleichgewicht gehabt zwischen Schonung und Laufen. Ich meine, als Schwangere läuft man jetzt nun nicht so extrem, oder ich zumindest jetzt nicht, weil da muss ich ja doch mit den Zwillingen ein bisschen drauf achten, da nicht zu viel zu machen, weil ein bisschen Schonung laut Ärztin soll auch sein. Und 10.000 Schritte habe ich gemacht, fast 11.000. Auf der Republika 3 Tage in Berlin. Das ist okay. Das, denke ich, war in Ordnung. Das war nicht zu viel, nicht zu wenig. Ist okay, guter Ausgleich. Fand ich interessant, hätte ich nicht gedacht. Auch die anderen Tage habe ich natürlich immer mal wieder die Schritte laufen lassen. Ich blende euch einfach immer mal so ein paar Screenshots von der App ein, damit ihr mal seht, wie die so aufgebaut ist. So, der Startbildschirm sagt mir, dass ich heute 42 Schritte gelaufen bin. Das ist jetzt nicht viel. Das ist nun gar nicht viel. Er sagt mir sogar, wann diese gelaufen sind, und zwar zwischen 15 Uhr und 15.59 Uhr. Er macht das also stundenweise. Und es liegt daran, dass es nur 42 sind, weil ich heute den ganzen Tag zu Hause bin und das Handy nur am PC lag. Dementsprechend bin ich nicht rumgelaufen. Wenn ich es genau haben will, müsste ich es eigentlich am Körper tragen und müsste damit dann in der Wohnung auch rumlaufen, damit er halt auch hier ganz normal zu Hause meine Schritte misst. Ich mache es aber nur, wenn ich das Handy dabei habe. Und wie gesagt, zu Hause, ich habe keine Hosentasche oder so, wo ich das Handy reintue. Und aufgrund der Erfahrung meines Bruders, dass man ein Handy in eine Hosentasche tut und sich draufsetzt und dann bricht das Display, mache ich das sowieso nicht, ein Handy in eine Hosentasche. Ich habe gar keine Hosen außerdem mit Hosentaschen. Grundsätzlich nicht. So, bei dem nächsten Bildschirm zeigt er mir diese Woche an. Auch da habe ich jetzt nur dieselbe Schrittzahl wie heute, weil die Woche gerade gestartet ist. Wir haben Montag, wenn ich dieses Video drehe, ist Montag. Und daher bin ich nicht viel gelaufen. Muss mich eh ein bisschen schonen. Ich war die letzten paar Tage im Krankenhaus zur Kontrolle, nur zur Vorsicht. Und ja, dementsprechend bin ich heute dann auch noch nicht so aktiv. Man lässt es langsam wieder angehen. Diesen Monat bin ich 875 Schritte bisher gelaufen. Da wir jetzt schon Juni haben, ja, ist das jetzt nun auch nicht so viel. Aber im Krankenhaus war ich dann wohl doch schon ein paar Schritte unterwegs. Im gesamten Jahr bin ich, seitdem ich die App habe, also ist es dasselbe wie letzter Monat, 36.000 Schritte und 63 gelaufen. Das heißt im ganzen Monat Mai, während ich das Handy dabei hatte. Ich bin natürlich mehr gelaufen, logisch. Aber man hat halt nicht immer das Handy dabei. Das ist eben der Unterschied. Aber er zeigt mir genau an, wann ich wie viele Schritte gelaufen bin. Er sagt mir jetzt hier im Februar zum Beispiel keine, weil da gab es die App noch nicht. Er sagt mir April, oh, ich habe schon im April gestartet, sehe ich gerade. Da bin ich 2 Kilometer gelaufen, 2685 Schritte. Und dann hat auch schon der Mai gestartet mit 32.000 Schritten und im Juni 885. Die App misst das immer schön mit. Man hat eine schöne Übersicht dann über das ganze Jahr. Das ist natürlich schön. Er sagt einem auch genau dann so eine Gesamtübersicht, so eine Gesamtstatistik. 36.000 Schritte, 25 Kilometer, ich habe 3.753 Kalorien nur durchs normale Laufen verloren und ich war 9 Stunden unterwegs für diese Schrittanzahl. Das ist eine ganze Menge. Wie gesagt, immer nur das, wenn ich das Handy dabei hatte. So. Es gibt natürlich bei dieser App nicht nur die Statistiken. Statistik-Junkies wird es freuen, wenn man jetzt, wie gesagt, Handy immer dabei hat. Ich glaube, das habe ich jetzt auch oft genug gesagt, jetzt hat es auch der Letzte verstanden. Es gibt Auszeichnungen. Und zwar kann man die sammeln. Wellness-Wochenende für deine Füße. Gehe maximal 1500 Schritte von Samstag bis Sonntag von 0 bis 24 Uhr. Ja, das habe ich natürlich leicht hingekriegt, ne? Diese Auszeichnung zu kriegen.
Dann gibt es Staubfänger, gönne deinen Füßen eine Auszeit auf dem Sofa mit maximal 1000 Schritten an einem Tag. So Wellness-Dinger. Was haben wir hier denn noch? Ach, immer wieder Staubfänger, immer wieder Ruhepolster-Auszeichnungen. Es gibt aber auch, gehe 289 Kilometer, soweit ist die Entfernung zwischen Hamburg und Berlin. Es gibt dafür kein Zeitlimit, wenn man es erreicht hat, kriegt man diese Auszeichnung. Es gibt Mittelfeldregisseur, Nachteule, Lunchläufer, nutze die Mittagspause für 3000 Schritte, Frischluft zwischen 12 und 14 Uhr an einem Wochentag zum Beispiel. Hol dir und deinem Kollegen Kaffee, 2000 Schritte, 7 bis 17 Uhr an Wochentagen. All sowas, dann weiß man immer, man hat so kleine Hürden geschafft, das ist so ein kleiner Anreiz, dass man vielleicht mal alle sammeln möchte. Und wenn man ein Profil angelegt hat, wo man auch eingegeben hat, aus welchem Berufszweig man kommt, wie alt man ist, wie schwer und so weiter, dadurch errechnen sich die ganzen Statistiken ja, gibt es auch noch eine Übersicht über die einzelnen Bundesländer. So führt aktuell zum Beispiel Bremen, also alle Benutzer mit dieser App, die aus Bremen kommen, mit 128.000 Schritten. Dann kommt Thüringen, Hamburg, Baden-Württemberg. Wo sind denn wir? Niedersachsen. Ah, wir sind ein stabiles Mittelfeld, würde ich sagen. Ja, so das untere Mittelfeld sind wir aktuell. Was haben wir noch? Berufsgruppen. Mal gucken, welche Berufsgruppe am meisten läuft. Die Land-, Forstwirtschaft und Gärtnereien. Die haben nämlich schon 157.000 Schritte zusammen. Danach kommt Naturwissenschaft und Forschung und danach Sport und darstellende Künste. Erst danach kommt Vertrieb und Logistik. Nun weiß man natürlich nicht, wie viele aus den jeweiligen Berufsgruppen haben das zusammengetragen. Wenn nur 20 aus der Logistik so viel schaffen wie 150 aus Sport, ist natürlich wieder was anderes. Hier wird jetzt leider nicht dargestellt, wie viele in den jeweiligen Berufsgruppen sind. Und es gibt aber trotzdem einen netten Überblick und ich denke, dass sich das irgendwann einpendeln wird, auf Gesetz der großen Zahl, dass es ungefähr ausgeglichen sein wird. Am Anfang ist das natürlich noch ein bisschen schwammig so. Übrigens, die aus dem Rechtswesen laufen am wenigsten. Nur mal so zur Info. So, ja, das war's schon mit der ganzen App. Mehr hat sie nicht. Man kann noch die Empfindlichkeit einstellen, wie empfindlich sie ist. Ich habe sie jetzt hier auf Standard stehen, Größe angegeben. Und das war's auch schon. Viel mehr brauchst du nicht. Und die Schritt-App zählt das halt alles so schön zusammen. Und da sieht man mal, was man so an einem Tag geleistet hat. Und ich muss sagen, nachdem ich auf der Republika war und gesehen habe, dass ich da, wie gesagt, 10.000 Schritte gelaufen habe, was eigentlich gar nicht so viel ist für eine Schwangere schon, aber ansonsten eigentlich eher nicht. Das schaffen andere Berufszweige an einem Tag locker. Habe ich meinen Füßen doch eine kleine Auszeit gegönnt. Würde mich mal interessieren, wisst ihr, wie viel ihr täglich lauft? Schreibt es mir mal in die Kommentare unten rein. Und habt ihr euch mal so eine Schritt-App installiert? Links, wo ihr sie herbekommt und alles, findet ihr in der Infobox. Ich verlinke auch noch einen Artikel von mir, wo ich schon mal ausführlich über die App geschrieben habe. Und würde mich über eure Meinung zu so einen Schritt-Apps und euren Füßen, wie viel ihr lauft. Vielleicht schreibt mir auch eure Berufsgruppe dazu. Weiß ja nicht, mal gucken, ob wir da auch einen kleinen Überblick zusammenkriegen. Und ich würde sagen, schauen wir mal, was eure Füße so leisten. Tschüss!